Hauptsatz der Integralrechnung. Angegeben wird der Graph einer Funktion f. Angegeben wird auch ein Intervall AB und wir möchten hier den Inhalt von dieser Fläche berechnen. Fläche, die eingeschlossen wird durch die x-Achse und den Funktionsgraphen und das im Intervall AB. Um diesen Flächeninhalt zu bestimmen, legen wir zuerst eine natürliche Zahl n fest, hier steht sie zum Beispiel jetzt auf 7, und zerlegen dieses Intervall AB in n gleich lange Teilintervallchen, also hier in 7 gleich lange Teilintervallchen. In jedem Intervall berechnet man die Mitte und von diesen Mitten berechnet man das jeweilige Bild durch die Funktion f. Und dementsprechend konstruiert man diese Rechtecke. Die Summe der Flächeninhalte von diesen 7 Rechtecken entspricht ungefähr dem Flächeninhalt, den wir eigentlich suchen. Das ist nur ungefähr. Würde man die Anzahl Rechtecke erhöhen, ich fahre zum Beispiel hier mal bis 14, so liegt die Summe der Flächeninhalte dieser 14 Rechtecke schon etwas näher am gefragten Flächeninhalt. Um das Ganze noch etwas deutlicher zu sehen, mache ich mal Verschiedenes aus der Zeichnung weg, außer diese Rechtecke. Und jetzt lassen wir die Anzahl Rechtecke mal einfach steigen. Je größer die Anzahl Rechtecke ist, desto dichter liegt die Summe der Flächeninhalte der Rechtecke am gefragten Flächeninhalt. Und der Grenzwert der Summe der Flächeninhalte dieser Rechtecke, das ist das Integral von a bis b von f von x dx. So ist ein Integral definiert. Und der Hauptsatz der Integralrechnung, der besagt, um solch ein Integral zu berechnen, reicht es, von der Funktion f eine Stammfunktion zu bestimmen und von dieser Stammfunktion die Variation von a bis b zu berechnen. Das heißt, es reicht, diese Stammfunktion bei b auszudrücken, diese Stammfunktion bei a auszudrücken und das Groß F von a vom Groß F von b abzuziehen. Diese Bestimmung vom Integral, das nennt man den Hauptsatz der Integralrechnungen. Die Idee mit den Rechtecken stammt vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann. Der Beweis für den Hauptsatz der Integralrechnungen ist zurückzuführen auf Sir Isaac Newton, englischer Mathematiker und Physiker, sowie auf Gottfried Leibniz, deutscher Wissenschaftler. Ich stelle jetzt mal die Anzahl Rechtecke zurück, so zum Beispiel auf 5, und jetzt lassen wir den Computer die Summe der 5 Rechtecksflächeninhalte berechnen. In diesem Bezugssystem für diese eingegebene Funktion ist die Summe der Rechtecksflächeninhalte 21,3, so ungefähr. 21,3 was? 21,3 Einheitsquadrate. Jetzt lassen wir die Anzahl Rechtecke ansteigen und beobachten gleichzeitig, wie sich dann die Summe der Flächeninhalte der n-Rechtecke hier verändert. Beobachten wir. Bei 50 Rechtecken ist der Flächeninhalt, den wir eigentlich suchen, schon ziemlich präzise, also der eigentlich gesuchte Flächeninhalt beträgt so ungefähr
21,42 Einheitsquadrate. Übrigens, dieser Flächeninhalt, der ändert selbstverständlich, wenn man zum Beispiel die Zahl a verändert. Aber natürlich verändert sich dann dieser Flächeninhalt, auch wenn man die Zahl b verändert. Selbstverständlich ebenfalls, wenn man eine andere Funktion eingibt. Wer einen Beweis für den Hauptsatz der Integralrechnung sehen möchte, der kann sich gerne meine Erklärungen dazu in diesem Tutorial anschauen, im Tutorial Hauptsatz zur Integralrechnungen, das nummeriert ist mit D6010. Viel Spaß bei diesen Erklärungen zum Beweis von dem Hauptsatz.